Hey ho Leute, herzlich willkommen zurück zu Part 14, Dirt 3. Und mit Smash Attack! Genau, wie ihr hört, der Two-Face ist noch dabei, natürlicherweise. Ich nehme ja nicht nur ein Part auf. Und wir machen jetzt Smash Attack. Oh nein, eine Roboter-Invasion! Zerstör die Roboter, rette die Welt und wir sorgen dafür, dass du berühmt wirst. Nichts Besonderes, oder? Lol, was er erzählt hat, du hast es ja nicht gehört. Oh nein, eine Roboter-Invasion! Zerstöre die Roboter und rette die Welt. Die Invasion hat begonnen. Beim Smash Attack erhältst du Punkte für jeden zerstörten Roboter, also erledige so viele wie möglich innerhalb des Zeitlimits. Aber Vorsicht, für Kollateralschäden gibt es Punktabzüge. Och nö, laufen da jetzt auch noch irgendwelche Zivilisten rum, oder was? Das wäre ja dann nichts für mich. Ja, aber das werden wir nach dem Loadscreen erfahren. Hey, dein Sponsor erwartet hier mindestens die Bronzemedaille. Hör also einfach auf Christian und gib dein... Ach, ist auf deinem Parkplatz hier, ne? Ja du, ich meine, die Schmarotzer haben ja nichts, ja, von daher muss ich halt meinen Parkplatz dafür zur Verfügung stellen. Und ich nehme an, die Gebäude sind Kollateralschäden, also die Gebäude dürfen wir nicht zerstören. Oh. Und wir fahren mit dem... Dann wäre das ja echt nichts für mich. Weil ich bin ja eher so, alles kaputt hauen. So, wir fahren jetzt hier erstmal gechillt ein bisschen rum. Batz, oh, rausgefahren vom Spielfeld. Wir müssen ja nur Bronze ergattern. Das war nix. Oh, der fährt sich ganz, ganz anders wie der Fiesta. Und wir haben nur noch 8 Sekunden. Oh mein Gott. Naja, 24 Punkte haben wir noch Silber gemacht. Und das reicht ja, auch. So spannend ist es ja jetzt nicht. Nee, das stimmt. Ja, deswegen machen wir direkt weiter. Den Loadscreen, der ist ja noch kurz oder sollte kurz sein, den können wir euch ein bisschen zuschwallen. Und ja, Two-Face, da mal eine Frage an dich. Ich meine, einige meiner Zuschauer schauen ja auch bei dir zu. Ja. Hast du denn jetzt außer Need for Speed demnächst noch andere Projekte angedacht? Ja gut, eins, was halt schon seit längerer Zeit geplant ist, und zwar Shadow of Memories. Da habe ich auch schon nochmal ein bisschen nachgegoogelt, weil für die PC-Version ist es so, dass jetzt mittlerweile, weil das Spiel ist ja, ich habe es auch irgendwo hier, glaube ich, rumfliegen. Dann könnte ich nachgucken, von wann es ist, aber ich finde es gerade nicht. Ist, glaube ich, von 2001. Okay. Und ist halt nicht so der grafische Bringer schon überhaupt nie gewesen. Hat aber halt wirklich eine richtig geile Story und deswegen will ich das auch keinem vorenthalten. Aber mittlerweile bei den neuen Systemen ist es dann so, dass man die Maximalauflösung gar nicht angezeigt bekommt. Also die kann man gar nicht auswählen im Menü und noch irgendwie so ein paar andere Punkte. Und da muss ich halt noch irgendwie gucken, dass ich da irgendwo einen Patch finde oder so. Wobei die Auflösungen halt sowieso doof sind. Weil es, also ich könnte jetzt gerade auswählen als Maximalauflösung 800x600. Ist ja schon mal ein Wort, ne? Ist doch schon mal immerhin etwas. Ja, und dann hören wir uns nach dem Ladebildschirm mal wieder, würde ich sagen. Genau, und ja, das ist ein Head-to-Head-Duell und wir fahren den Renault. Weil, so halt. Was anderes. So, und weiter geht's. Ja, wieder erst. Wo war ich stehen geblieben gerade eigentlich? Abrupten Gewichtsverlagerung kann das Auto ganz schnell ausbrechen. Sei also vorsichtig mit dem Lenken, bis du es raus hast. Okay, ich habe ihn jetzt nicht ganz verstanden, aber wir sollen auf jeden Fall vorsichtig sein. So, und ich habe vergessen, die Sicht zu ändern. 120 bergab das Gebäude. So, ja, erzähl weiter. Ich konzentriere mich mal hier aufs Rennen. Also ich überlege gerade, wo ich stehen geblieben war. Irgendwie bei der Grafik kam es gedöns. Genau, bei 800x600, was ich gerade auswählen kann. Und das nächste, was ich, glaube ich, auswählen kann, wäre 1024x768. Was natürlich ein absolutes Kackformat ist, um das dann später weiter zu verarbeiten, um euch ein recht schönes, großes Bild zu geben. Was dann aber halt nicht, was dann halt auch auf dem Bildschirm passt. Weil wenn ich das jetzt so dann einfach rendern würde, dann habt ihr halt einfach ein großes, viereckiges Bild und außenrum verdammt viel schwarz. Da muss ich dann halt noch gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Ob ich da nicht noch irgendwie eine Datei im Spiel ändern kann, also irgendwo in der Ini rumschreiben, dass ich dann direkt 1024x720 habe. Aber mal schauen. Das wird schon irgendwie. Ja, das wäre halt so das, was ich dann in Zukunft habe. Ja.
Ja, ist doch schon mal. Dann der X-Fighter kommt ja nächste Woche aus Malle wieder. Der hat auch schon ein paar. Was hat er gespielt? Battlefield 2, glaube ich. Bad Company 2. Will er, oder Bad Company 2. Will er ja Let's Playen. Hat er wohl auch schon einige Parts auf Vorrat gemacht. Hat er eigentlich auch schon versucht, ein paar hochzuladen. Irgendwie ein, zwei Dinger. Aber die waren irgendwie. Ja, irgendwie gingen sie nicht. Ja, war BugTube damals unterwegs, da hatte ich auch Probleme. Genau. Die Videos wurden zwar hochgeladen, aber wurden nicht konvertiert. Und ich muss gerade mal was anderes erzählen, und zwar wird das hier ein verdammt spannendes Rennen, so wie es aussieht. Ja, und der verdammt schon neben mir ist, der Typ. Hat er ja auch die schnellere Kurve hier, ne? Also die kürzere. So, aber ne, wir mehr Speed dann kannst du aus Außenkurve rausholen. Weit vor ihm. Also er war eben ziemlich nah an uns dran, aber wir haben das in der zweiten Runde dann weggemacht. Ja, das war, weil er in der Innenkurve war, da warst du eigentlich quasi richtig nah. Das Viertelfinale. Ach, keine Ahnung. Na, dann gibt's ja jetzt ein paar Rennen. Weiter geht's. Ja, das ist doch mal schön. Mal gewonnen. Rally Historia haben wir freigeschalten, den Erfolg. Und der lässt sich richtig gut fahren hier, der Renault. Das ist schön. Ist das so? Mit dem Renault? Ich hätte ja gern mal hier einen weiblichen Gastkommentator. Weiß ja nicht, also ich werde das bald haben. Muhahaha. Ah, wer denn? Ne, ich weiß, glaube ich schon, Lin. Wer. Habe ich heute angefragt, ob sie mal Lust hätte mitzumachen, und sie hat Interesse. Na also, verkunden lassen. Hören lassen. Ich würde ja gerne mal einen weiblichen Zuschauer mit reinholen, weil ich habe im Schnitt 20% weibliche Zuschauer. Die lassen aber nie was von sich hören. Von daher, falls jemand zuguckt. Also keine richtigen Groupies. Ich weiß ja nicht, ob sie hier zugucken oder ob sie The Witcher gucken. Das ja, lässt sich da immer schwer rausfinden. Allerdings, wenn hier, dann melden und so, wenn ihr da Lust drauf habt. Also ein bisschen weibliche Unterstützung, nicht immer nur den Two-Face hier sitzen haben. Und da er jetzt schon bei Lin angefragt hat, möchte ich ihm das nicht nachmachen. So, und los geht's. 120 bergab durchs Gebäude. Ja, aber so ein bisschen weibliche Unterstützung für die Rallye-Prinzessin, das genau. Hätte, glaube ich, schon mal was, ja. Und jetzt haben wir keinen Schneefall mehr. Aber dafür ein bisschen Nebel. Ja, du, das ist ja ein bisschen Bodennebel, da macht ja nichts. Richtig. Aber vorhin hat man sehr schön gesehen, im ersten Nebelschlussleuchten an, und dann weiß auch gleich der Typ hier, der Gareth Jones, der zwar gerade noch vor dir ist, aber dann weiß er gleich, wo er lang fahren kann. was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Genau. Ich unterbrich mich immer so schön, ne? Genau, du unterbrichst mich schön heute. Im ersten Rennen hat man schön gesehen, wie er da diesen Sprung gemacht hat und wir quasi fast unter ihm durchgefahren sind. Fand ich sehr, sehr cool, weil ich es letztens in irgendeinem Part erwähnt hatte, dass ich das gerne mal sehen würde. Und jetzt haben wir es live mitbekommen hier. Okay, das habe ich jetzt hier so gar nicht richtig gesehen, aber ich habe ja eh hier so... Wie hatte der Alex gestern so schön... das bei mir gesagt, als er bei mir Co-Kommentator war, ich mache hier so Ticker-News. Ich habe dir gerade nicht zugehört, sei mir da nicht böse. Ja, ist auch nicht schlimm. Ja, aber ich werde mir das ja dann auch noch so, wenn du es hochgeladen hast, angucken, weil ich es ja dann auch mal flüssig sehen will, alles. Genau, da ja, so ich mal drauf achten. Mit deinen Parts auch gemacht. Hat ja auch nochmal nachträglich angeguckt, weil so flüssig... Ich hätte jetzt gerade gedacht, du hättest da richtig weit nach links springen müssen und dass die Fahrbahn nach links weitergeht, aber... Ne, da waren Schneehügel, die kennt man hier manchmal sehr frisch. Aber das sollte unser Vorsprung nichts ausmachen, hoffe ich. Ja, bis jetzt sieht das alles noch ganz gut aus. So weit zurück. Ja. 2,5-3 Sekunden. Und wir waren auch eine Sekunde schneller wie glaube ich damals erste Rennen. Da guck nur an, ja. Da hat ja selbst der Henry Sardinien keine Chance. So, weiter, und den Loadscreen überspringen wir.
Weiter geht's. Hätte ich fast vergessen, die Aufnahme zu starten. Hätte fast nur meine Stoppuhr gestartet. Das wäre natürlich doof geworden. Und jetzt sind wir in der finalen Runde gegen... weiß nicht mehr, wie er heißt. Sarinien oder irgendwie sowas. Henry Sarinen. Was, boah, was fährt er denn? Er fährt auch ein Renault. Wenn ich das gerade richtig am Dach erkannt habe. Aber da zieht er schon davon. So, und jetzt kennen wir natürlich so langsam die Strecke. Mal schauen, ob wir noch ein wenig schneller werden wie 1,59. Klar! Kuppe, Sprung. Kuppe, 1,58,99 nämlich. Ach, 1,57. Ist angepeilt. 1,57 ist angepeilt, ja. Schade, holst du schon mehr raus. Was wird. Ich glaube nicht, du holst dann noch mehr raus. Ich verzock's dann wahrscheinlich eh irgendwie in der letzten Runde auf Start-Ziel nochmal einen schönen Überschlag oder so. Das fand ich bei dem einen Part sehr schön, wo du so ins Ziel geflogen bist. Mit einer Schraube ins Ziel gekommen bist. Das sah super aus. So, ein bisschen Concentration. Durch den Tunnel durch. Und jetzt wieder ein schöner Sprung. Wow, da haben wir nochmal vorne abgehoben. Leicht nach dem Aufsetzen. Ah, das ist wieder hier mit dem Schneehügel. Wäre ich wieder fast reingefahren. Oh, es war schon knapp. Ah, der hängt ja ein bisschen dichter an den Fersen als der eben. Ach, kann gar nicht sein. Ja, jetzt holst du nochmal. Oh, jetzt erst nochmal davon, du. So, und? 1,57? Ja, 1,57,99,948. Ja, das ist der. Geht doch. Ja. So. Da jetzt hätte ich gerne Gegner. Hallo? Keine Opfer. Schönes Finale. Wir schauen jetzt natürlich noch, was wir an Ruf bekommen haben. Oh, es wird bestimmt einiges sein. Vorbei. Es sollte einiges sein, ne? Weiß nicht, ob wir irgendwelche Bonusmissionen hatten, da schaue ich immer so selten drauf. Oh ja. Schönes Ding. Ei, ei, ei. 3800. So, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Abgeschlossen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ach, die haben jetzt gar nichts gelabert? Nee, und dann war doch wieder im Finale und so nee, langweilig. Keine Gute für die Prinzessin. Offroad Rush. Rally, was gibt's hier noch? Railblazer, Rallycross Monaco, okay. Und gesperrt und gesperrt. Haben wir nicht freigeschaltet, aber wieder irgendein DC-Event. Also Gymkhana-mäßig und da hinten wieder irgendein Head-to-Head-Finale, nehme ich mal an. Aber das sehen wir erst in Part 15. Ja, bestimmt 15. Also bis dann. Ciao. Ciao.